Wir schreiben den 10. September im Jahre des Herrn 2022. Der Tag, an dem Deutschlands bekanntester Auswanderer Conny Reimann sein 67. Lebensjahr vollendet. Das Ambiente dafür ist ganz nach seinem Geschmack. Ein Campingplatz am Rande der Zivilisation und als einziger Gast sein Engelchen, das selbst hier am Ende der Welt Geburtstagsstimmung zaubern kann. Also ich habe Conny jetzt gesagt, er soll jetzt mal hinten im Schlafzimmer bleiben. Er guckt jetzt seine E-Mails. Da hat er jetzt ja auch einiges zu tun, hat ganz viele Geburtstags-E-Mails und ist jetzt erstmal beschäftigt. Und ich kann jetzt hier dekorieren und alles vorbereiten. Ja, ich habe mehrere Überraschungen. Es fängt jetzt erstmal an mit der Deko. Hier unserem kleinen Pinata-Dino. Dann kommt noch eine Torte und dann kommt halt auch nochmal das eigentliche Geschenk. Das ist zwar morgen erst, aber ich kann mir heute schon mal so einen Teil davon verraten. Dass es hier zugeht wie auf einem Kindergeburtstag, ist kein Wunder. Denn hier feiert kein Rentner seinen Ruhestand. Conny ist halt so super fit und ich glaube, viele gucken auch so zu ihm und vermuten gar nicht, dass er schon jetzt 67 ist. Ich finde es hübsch. Da kommt jetzt noch der Flieger rein. Den setzen wir jetzt einfach hier rein. Und das Herz. So. Gut. Hübsch. Der Flieger ist Connys Hinweis. Wird er seine große Geburtstagsüberraschung erraten, die Manu die letzten Tage organisiert hat? Was ich jetzt gefunden habe, ist so ein Doppeldecker. So ein Doppeldeckerflugzeug. Und da kann man sich dran binden lassen, dass man draufsteht, während das Flugzeug eben halt fliegt und auch scheinbar Loopings macht und so. Also ich glaube, das würde alles, was Conny bis jetzt in Sachen Flugzeug gemacht hat, komplett toppen. Geburtstagskind. La 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 la. Ist ein Vogel oder was? Ich brauche noch was, mir fehlt noch was. Hast du getrunken? So, dann komm. Immer diese Überraschung, ich hasse Überraschung. Hier ist dein Geburtstagstisch. Als wenn ich es nicht geahnt habe. Wo hast du den denn hier gekriegt? Alles eine Frage der Organisation. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ja, 12 Mal. Und der Flugzeug, ist das auch was? Ja, das hat eine Bedeutung. Ich darf vor dem Flieger fliegen, oder was? Also, das Flugzeug ist ein kleiner Hinweis auf dein Geschenk, welches morgen kommt. Oh, kriege ich ein Flugzeuggeschenk? So eine kleine Cessna oder sowas? Das ist kein Flugzeuggeschenk, aber du darfst in einem Flugzeug fliegen. Morgen? Ja. Wohin? Du darfst Loopings fliegen und so. Aber da kommt noch was obendrauf, da kommt noch eine extra Überraschung, aber die bekommst du erst morgen gesagt. Also das Flugzeug hat wohl zu bedeuten, dass ich morgen oder wann auch immer als in so einem Flugzeug sitze. Oder? Ja. Fliegen darf ich wohl selber nicht. Aber vielleicht. Habe ich ja schon mal. Eine alte Regel bei Überraschungen, Manu. Nicht so viel verraten. Denn wenn Conny es errät, ist Pustekuchen. Jetzt muss er erst mal Kerz auspusten. Okay. Achtung. Fertig. Und los. Yay. Ja. Wir haben jetzt jahrelang uns auf die Probe. Nee, wir haben gar nicht keine Probe. Ich habe Conny die schönsten Jahre meines Lebens geschenkt. Ja, und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt ist der Lack ab. Jetzt benutze ich irgendwelche komischen Gesichtsmasken. Sonntags kommst du immer mit so einer Gurkenmaske an, da laufe ich immer weg. Sieht aus wie so ein Monster.
ihn fragst, willst du nicht an den Computer gehen? Guck doch einen Film. Was ist denn jetzt los? Und dann denkt, ah, sie merkt schon wie ihr komischen Gurken aufs Gesicht. Na ja. Ist doch eh alles vorbei. So, okay. Good to know. Good to know. Du weißt, so auf einer alten Felge zieht man keinen neuen Reifen mehr. Bevor du jetzt Torte essen darfst, musst du noch mal herkommen. Ich habe was vergessen. Jetzt kriegst du nämlich die Augen verbunden, weil da wartet nämlich eine Piñata auf dich. Auch an sowas hat Conny Spaß wie ein kleiner Junge, auch wenn es ihm natürlich weniger um den Inhalt geht. Schnuckelhase, wer soll denn das alles essen? Das musst du mit allen teilen. Nee, ein Stück. Kannst ja den Kindern ein paar Sachen abgeben, die hier rumrennen. Nächster Punkt im Überraschungsmarathon, die Torte einschneiden. Die hat Manu heimlich bei einem deutschen Konditor auf dem Weg bestellt und selbst noch garniert. Conny steht vor einem Rätsel. Eine richtige Schwarzwälder Kirschtorte in Amerika, das ist so unwahrscheinlich wie ein Leben auf dem Mond. Seitdem wir uns kennen, glaube ich, hat Manu jedes Mal eine Schwarzwälder Kirschtorte besorgt. Wo sie jetzt diese Torte hier hat, also ich glaube nicht, dass die hier vom Walmart ist. Das kann mir nicht vorstellen. Vielleicht eine Freundin? Vielleicht gibt es doch hier einen deutschen Bäcker. Aber lass mich doch erstmal anschneiden, dann kann ich sehen, ob es eine echte ist. Ach so, ist das das kleinere? Die sieht aber gut aus. Woher hast du denn diese Torte? Die hast du doch nicht selbst gebacken. Nein, aber ich habe mitgeholfen. Das war das, wo ihr gestern so eigentlich gewesen seid, oder was? Beim Walmart? Nein, das ist doch keine Walmart-Torte. Nee, deswegen wundert mich das ja. Wo wart ihr denn da? Es gibt hier einen deutschen Bäcker. Siehst du, habe ich mir doch gedacht. Und ich habe die ganzen Kringel drauf gemacht. Und ich habe die Kirschen drauf verteilt. Jetzt probier mal. Ja. Das hast du schön gemacht, mein Engel. Das ist ein richtig deutscher Bäcker. Ja. Und der Besitzer ist Deutscher. Ja, das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja. Deine sind aber auch nicht schlecht. Aber? Das ist eben halt ein Bäcker. Ja, charmant ist er, unser Conny. Und an seinem Geburtstag erst recht. Aber damit ist die Party auch vorbei. Ich glaube, mein Engelchen, wenn ich damit durch bin, dann mache ich erstmal einen kleinen Nebbi, ein kleines Verdauungsschläfchen. Und dann können wir auch weiter, ne? Ne, wir müssten eigentlich schon nach dem Kuchen essen schon losfahren, weil wir machen ja noch einen kleinen Umweg. Und das hat mit deinem Geschenk zu tun. Ach so, ich dachte, wir fahren nach Seattle. Noch nicht ganz. Schon mal so in die Richtung grob. Aber du möchtest ja ein Geschenk haben.